und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir und Gabi, Vanni und Raphael zusammen ein Video zu Someone New von Laura Kneidel. Wir haben mal wieder eine Playlist erstellt und ich erzähle euch heute wieder etwas zu dem Buch und den Liedern, die ich dazu ausgesucht habe. Schaut doch gerne bei den anderen vorbei, die sind alle in der Infobox verlinkt. Für alle, die dies noch nicht gesehen haben und dies interessiert, ihr könnt gerne auch bei meinem Vlog vorbeischauen, den ich bei der Summer New Preview Party in Köln gefilmt habe. Verlinke ich euch hier oben. Und ja, wenn ihr jetzt was zu dem Buch erfahren wollt und wie es mir gefallen hat, dann bleibt gerne dran. In dem Buch geht es jedenfalls um Mika und Julian und Mika ist dafür verantwortlich, dass Julian seinen Job verliert, denn er ist der Kellner bei ihren Eltern auf einer Party und sie möchte ihm unbedingt Trinkgeld geben, weil er ihr praktisch den Abend gerettet hat und ihre Mutter erwischt sie dabei, denkt aber, die beiden hätten was am Laufen und ja, kündigt dann eben Julian. Und Mika tut das voll leid, aber sie kann in dem Moment auch nichts machen, weil sie weiß, Widerstand gegen ihre Mutter ist zwecklos. Und als sie dann auszieht, um zu studieren, ist Julian ihr Nachbar. Und ihr wisst, ich liebe Nachbarschaftsgeschichten, deshalb fand ich das schon mal super. Es ist nicht so, dass es nur so aufgrund der Nachbarschaft so zu dieser Beziehung kommt. Deshalb ist es so ein Einfluss von der Nachbarschaftsgeschichte, aber nicht so 100%, falls ihr versteht, was ich sagen will. Und ja, jedenfalls kommt es dann dazu, dass Julian ihr so ein bisschen bei der Einrichtung bzw. beim Aufbau ihrer Wohnung hilft, weil sie allein irgendwie überhaupt keine Motivation hat, das zu machen. Und Mika ist sehr begeistert von Julian, oder wie sage ich das besser? Sie findet einfach, er ist ein super interessanter Mensch und sie möchte irgendwie mehr über ihn erfahren, aber Julian ist eben total verschlossen und redet nicht sehr viel. Aber ja, bei Mika scheint es eben so, dass er sich ein bisschen öffnen kann. Mehr sage ich gar nicht. Ich finde, wenn man es jetzt so zusammenfasst, dann klingt es nicht wirklich besonders oder außergewöhnlich. Aber ich finde, die Geschichte ist besonders. Auch wenn, muss ich auch sagen, sie nicht sehr schnell ins Rollen kommt. Also es dauert ziemlich lange, bis sich die Geschichte so entwickelt. Was mich, ehrlich gesagt, in dem Fall überhaupt nicht gestört hat, denn es hat zu den Charakteren gepasst, dass es so lange gedauert hat. Ich finde auch, da das Buch aus Mikas Perspektive erzählt ist, kann man sich super gut in sie hineinversetzen und ich persönlich habe genau so gedacht und ich habe einfach Mika, ihre Perspektive total verstanden und war derselben Ansicht oder Meinung. Das Buch hat, wie ihr wahrscheinlich schon bei unzähligen Menschen gehört habt, eine meiner Meinung nach wichtige Botschaft und ich finde, das Buch ist einfach was ganz anderes. Findet man, soweit ich weiß, in diesem Genre absolut nicht, in der Art. Ihr solltet jetzt auch nicht, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, mit den größten Erwartungen rangehen, weil ich finde, dann kann man irgendwie nur enttäuscht werden, weil viele halt dann jetzt wahrscheinlich damit rangegangen sind, dass sie dachten, das wird das Jahreshighlight schlechthin. Und dann hat man, glaube ich, zu hohe Erwartungen und dann werden sie einfach nicht erfüllt. Aber man muss sich einfach so mit der Geschichte führen lassen, finde ich. Also hört sich voll dumm an, aber ja, einfach unvoreingenommen rangehen und ja, sich überraschen lassen. Es ist einfach ein Buch, was viel mehr als nur eine New Adult Geschichte ist und ich finde, das ist das Besondere und für mich war an diesem Buch absolut nichts auszusetzen. Ich liebe Laura ihren Schreibstil, ich mochte die Charaktere super gerne, wie eben alles hier in dem Buch abläuft und was so passiert, war für mich einfach 5 Sterne und ja, kann ich nicht anders sagen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei der Preview-Party dabei sein durfte und dieses Buch feiern durfte, denn ich finde, es ist absolut feiernswert. An der Stelle komme ich auch schon zu meinen Liedern, die ich ausgesucht habe. Es sind jetzt nur 4 Stück und ich habe mir bei dem Buch ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, aber ich finde, die Auswahl, die ich dann getroffen habe, passt echt gut. Ich möchte nur vorher sagen, dass es eventuell sein
kann, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dass ihr durch die Lieder eine Vorahnung bekommen könntet. Und das muss nicht sein, dass ihr eine bekommt, aber es kann Indizien darauf geben, wie das Buch ausgeht. Deshalb, falls ihr es noch nicht gelesen habt, müsst ihr euch jetzt überlegen, ob ihr jetzt abschaltet. Die Playlist ist wie immer auch in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr dann auf Spotify folgen, wenn ihr möchtet, und sie hören und nochmal das Buch fühlen. Das erste Lied, was ich ausgesucht habe, ist von James T.W. und heißt Different. James T.W. ist für mich eh so große Liebe. Durch ihn hat sich mein Leben in einer gewissen Art schon verändert und dafür bin ich sehr dankbar. Und ja, das Lied ist persönlich, glaube ich, auch mein Lieblingslied von ihm, weil es hat einfach eine wunderbare Message. You don't have to play a part, just be who you are. I love that you're different. Einfach toll. Und wenn ich es höre und dann dieses oh, 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 oh kommt, dann fühle ich immer so das Konzert, weil ich dieses oh, oh, oh schon zu James zurück singen konnte praktisch. Und ich finde, es ist einfach immer so, wenn ich dieses Lied höre, ich verbinde damit einfach so viel. Und ja, dann geht's weiter mit Hannah Montana, Make Some Noise. Und irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, dafür bekannt, dass bei mir Hannah Montana vorkommt. Aber ihre Texte sind einfach so relatable und ich kann es nicht anders sagen. Maybe it's your time to live life and fly. Don't give up, there's nothing wrong with just being yourself. That's more than enough, so come on and raise your voice. Hey, hey! Ach ja, also Hannah Montana. Ich kann jetzt mit 19 Jahren die ganzen Texte, die sie damals gesungen hat, endlich verstehen und fühlen. Und das ist einfach grandios. Also, ja. Und weil nicht genug Miley Cyrus dabei ist, habe ich noch ein anderes Lied von Miley Cyrus. Aber jetzt eben als Miley Cyrus. Und zwar Right Here. Und das beschreibt für mich so ein bisschen die Verbindung zwischen Mika und Julian. I'll be right here where you need me. Time just keep believing, and I'll be. If you ever need a friend, someone to care and understand, I'll be right here. Also klar, in dem Lied geht's wahrscheinlich eher um Freundschaft als um Liebe, aber ich finde, was für Freundschaft gilt, gilt genauso für Liebe. Deshalb, ja, ich finde einfach, es ist schön, dass Mika da ist für Julian. Last up haben wir Love You Like That von Dagny. Habe ich auch neu entdeckt, kannte ich vorher irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie ich es entdeckt habe, aber ich liebe es. Super gut zu Someone New. Und ja, das waren auch schon meine Lieder. Ich hoffe, euch haben sie gefallen. Und da ihr sicher auch schon Someone New habt oder gelesen habt, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ohne zu spoilern, bitte. Denn nicht, dass jemand das liest, der das Buch noch nicht gelesen hat. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!